Hi, ich bin Verena. Ihr kennt mich von meinen Kaufland-Videos und heute bin ich im Teamhaus von dem Kaufland Hungry Nights. Es wird gekocht, es gibt die Lieblingsgerichte der Jungs. Der erste, das ist der Kai und damit starte ich. Hallo Kai, Hi. Wir kochen heute zusammen. Warum eigentlich Chili con Carne als Leibgericht? Meine Mutter macht immer eine sehr, sehr leckere Chili con Carne. Um Gottes Willen, das werde ich mit deiner Mutter verglichen. Der Druck steigt. Nein. Wir bekommen jetzt eine Aufgabe. Schauen wir mal, was es wird. Stell dich random ins Set. Schau den beiden Kochenden zu und geh auf keine Frage ein. Schau nur kritisch. Kritisch schauen ist ja meine Spezialität. Vor allem auch eine Aufgabe als Coach. Ich glaube, es wird klasse. Du hast es schon mal gemacht, ne? Ich habe das schon mal gemacht. So ein, zwei Mal. Das Hackfleisch, das wird jetzt erstmal schön gewürzt. Dort packst du ordentlich Salz drauf. Du darfst jetzt auch noch ordentlich pfeffern. Jo. Muskatnuss. Du kannst da noch ordentlich dran machen, weil Muskatnuss gibt so einen schönen Umami-Geschmack. Mhm. Umami ist der fünfte Geschmackssinn und ist so die herzhafte Art auf der Zunge. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Oregano ran. So, und jetzt können wir das Ganze einmal durchkneten. Es ist alles immer mit einer Sache verbunden, Gefühl und ganz viel Liebe. Und das entdecke ich bei dir, das finde ich spitze. Hier darfst du eine Zehe nehmen und den erstmal schälen. So, jetzt verrate ich dir einen Tipp, dass du dir die Mühe gar nicht machen musst mit dem Messer. Dann kannst du es nämlich hier runterreiben. Mhm. Hast es ganz, ganz fein, wie wir das wollen. Und hier ist ein ganzes Knoblauchmark. Und dann schnappe ich mir das Hackfleisch. Und wichtig ist beim Hackfleisch, auch dem Ganzen Zeit geben zum Anbrutzeln und nicht ständig drin rumrühren, umso mehr Flüssigkeit tritt nämlich aus, sondern am Anfang ein bisschen verteilen. Aber ich nutze die Zeit und zeige dir einen Trick, wie man am besten eine Paprika schneidet. Pass gut auf, ich schneide hier oben einmal ab, schneide hier unten einmal ab, jetzt schneide ich mir eine Seite ab und dann fahre ich einfach mit dem Messer komplett rum. Und du hast keine Thematik mit Kernen, was ja sonst immer der Fall ist, dass das ganze Brett voller Kerne ist. Ja. Und kannst jetzt einfach ganz entspannt deine Paprika schneiden. Und dann schneidest du das Ganze in Würfel. Es sieht immer so leicht aus, der Trick wie einfach schneiden. Nicht drücken, sondern schneiden. Ich gebe dir auch gerne mein großes Messer. Ich bin leicht überfordert und ich schneide gerade nur Paprika. Machst du super. Mach ich das. Er macht das richtig gut und vor allen Dingen, er ist motiviert. Ist ja bei mir immer das Wichtigste. Dankeschön. Jetzt dürfen die Zwiebeln da mit rein. Und dein wunderschöner Knoblauch, der darf da jetzt auch mit rein. Wir haben hier Kreuzkümmel, wir haben hier Chili, es soll ja auch ein bisschen scharf sein. Einfach so drüber? Einfach rein. Ein ordentlicher Klecks Tomatenmark hinzu, Paprika edelsüß. Kosten ist wichtig. Ganz wichtig. Kriegst schon langsam mal die Farbe von Chili con Carne. Wichtig ist, Tomatenmark und die Gewürze 5 Minuten mit anrösten. Das sieht super aus. Die 5 Minuten, die sind jetzt rum. Sieht aber sehr kritisch aus. Er sieht doch geil aus. Warum guckst du so kritisch? Isst du kein Chili con Carne gern? Okay, wir konzentrieren uns mal weiter auf das Rezept. Du darfst das Ganze mit Rotwein ablöschen. Wir rühren einmal um. Findest du immer noch nicht so gut? Also ich würde sagen, das kommt mir sehr random gerade vor. Rotwein ist drin. Der sollte jetzt erst einmal kurz aufkochen, dass der Alkohol mit rausgeht. Es kommt noch ein Teelöffel Zucker dazu, weil Tomaten durch die Säure brauchen wir noch einen Gegenspieler und das ist der Zucker. Ich habe schon ein bisschen abgeguckt von dir, wie du rührst. Hast du abgeguckt, wie ich rühre? Ja, machst du so und dann machst du so. Mensch, da kannst du noch was lernen, ne? Jetzt dürfen die passierten Tomaten hinzu. Okay. Sag Stopp. Ja, mit Gefühl, aber reicht. Das war die perfekte Menge. War die perfekte Menge. Wenn es doch mal passieren sollte und zu viel Salz im Kochtopf landet, dann nehmt ihr entweder eine rohe Kartoffel und kocht sie komplett mit aus. Die zieht das Salz komplett raus. Oder am Ende, wenn es nicht ganz so schlimm ist, kann man mit Zucker oder Honig oder Ahornsirup noch ein bisschen justieren. Und ordentlich Pfeffer. Und du darfst den Fond dazugeben. Deckel drauf und das Ganze kocht jetzt erstmal für 30 Minuten. Jetzt sind 30 Minuten rum und jetzt dürfen Mais, Bohnen und die Paprikaschote mit hinein. Bei mir kommt sogar in das Rezept noch eine Zimtstange. Das finde ich eigentlich sehr geil. So, die Zimtstange, die kommt mit rein, Deckel drauf und dann muss das Ganze nochmal 30 Minuten kochen. In der Zwischenzeit kochen wir schon mal den Reis. Habe ich hier den Basmati-Reis, den habe ich schon gewaschen, das ist immer super wichtig. Mhm. Du darfst den in den Topf hineintun.
Dazu kommt fast die doppelte Menge an Wasser. Ganz wichtig, die doppelte Menge, denn so bekommt der Basmati-Reis die perfekte Konsistenz. Du darfst mir gerne noch Salz mit hineingeben. Perfekt. Deckel drauf. Einmal aufkochen. Der Reis, der ist auch schon super gegart. Mhm. Du darfst unbedingt mal das Chili abschmecken. Und ich werde den Reis mit Butter verfeinern. Nee, geht fit. Bitte? Geht fit. Geht fit? Mhm. Kurz übersetzen? Passt. Ah. Super. Schmeckt sehr lecker. Cool. Dann schnippeln wir jetzt final nur noch ein bisschen Petersilie. Ja, ist schon scharf. So ein bisschen grob wird nur oben drauf gestreut. Die Stiele von der Petersilie, die sind sogar geschmackvoller als die Blätter und sie geben auch noch einen schönen Knack. Deswegen die mitschneiden. Mhm. So ein Profi ist das schon sehr geil. Das ist schön. Und dann können wir anrichten. Mhm. Das habe ich noch nie gesehen. Mit Creme fraiche? Ja. Das ist ziemlich geil. Um eventuell Schärfe zu kaschieren, du schnappst dir jetzt ganz cool noch ein paar Blättchen und streust sie drüber und dann ist unser Gericht fertig. Das sieht sehr gut aus und ich würde sagen, Dimi, wenn du kosten magst. Perfekt, danke. Probieren wir mal. Alles zusammen? Alles zusammen. Nicht mal gepustet, okay. Und wie schmeckt's, Coach? Mit das beste Chili, was ich in meinem Leben gegessen habe. Und ich habe sehr viel Chili gegessen. Ich danke dir für so ein tolles Lob. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, du musst mir jetzt sagen, ja, wer ist so der Sieger, Mama oder mein Rezept? Ganz ehrlich, tut mir leid, Mama. Das ist schon sehr, sehr lecker gewesen. Vor allem auch das gewisse Zimt, was da noch drin war. Ich bin total happy, dass den beiden das so richtig gut schmeckt. Und wenn ihr das Rezept nachkochen wollt, dann findet ihr es in der Infobox. Und wir sehen uns dann beim nächsten Rezept.